Audi ho, liebe Leute. Es geht weiter mit Enderal. Ich habe ein klein bisschen Offscreen gespielt, wie ich es ja auch versprochen habe. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal kurz an. Also ich habe nicht zu viel gemacht. Es gibt bis auf die... Dinge ändern sich einfach nie. Entschuldigung, ich weiß, das war nicht nett von mir. Und das mache ich... Wow, ist ja gut. Okay, also... Weiter. Ja, hallo! Da, so, jetzt stelle ich mich hier hin. Also, das Einzige, was euch merklich auffallen wird, was sich geändert hat, ist Folgendes. Ich habe, man sieht schon, exakt jetzt gerade, ich habe ein Sterlingsschwert gebaut. Das war das Beste, ich konnte leider kein Wegestreuen-Schwert bauen, habe ich nicht gefunden. Ich habe ein Sterlingsschwert gebaut, das ist jetzt um 3 Punkte besser, falls wir mal in den Nahkampf müssen. Was ja leider mittlerweile sehr oft passiert, ich denke gerade in Bosskämpfen, im Endfight oder sowas, wenn wir nicht viele Möglichkeiten haben, uns anzusneaken. Wobei, selbst wenn wir uns ansneaken müssen, glaube ich, das Schwert immer noch reichen würde, um einen One-Hit zu machen. Tatsächlich. Ich glaube, ich weiß nicht. Wir machen trotzdem noch 8-fachen Schaden oder so. Wir können ja mal gucken, denn bevor ich weitermache mit dem ganzen Kladderadatsch, muss ich ja sowieso nochmal 6 Erinnerungspunkte investieren und das investiere ich gleich auch noch. Alles kein Problem, machen wir sofort. Heute ist die Folge des Pumpens. Wie kann ich euch zu Diensten? Und wir hören auch nicht eher auf, bis wir fertig gepumpt sind. Bis wir ordentlich Bizeps haben, Leute. Also, kann ich ja hier mal gucken. Also, es gab so Sachen wie... Moment mal. Erinnerung des Infiltrators verbessert eure Fähigkeit zu schleichen, eure Rhetorik und euer Taschendiebstahl. Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Gegner schleichen erkennt, sinkt um 15%. Preise bei Händlern um 7%. Schleichen, da gibt es eine Stufe 2. Sinkt um weitere 12% und eure Preise verbessern sich um 5%. Das habe ich ehrlich gesagt nie gesehen. Verdammt, das wäre ein guter Skill gewesen für den Anfang. Naja. 10% höhere Wahrscheinlichkeit aus dem Schleichen. Nein, das ist es nicht. Platschuss, Blitzpulver, Rolle, Hela, Messerstoß. Schleichangriffe mit Dolchen verursachen nun 4-fachen Schaden. Molchemörder, Schleichangriffe mit Einhandwaffen verursachen 2,5-fachen Schaden. Gilt nicht für Dolche. Also wir haben quasi den 4-fachen Schaden mit Dolchen. Ich glaube, es gibt gleich noch einen Skill weiter oben, der noch mit Dolchen kumuliert. Aber wir haben aber auch 2,5-fachen Schaden mit normalen Einhand-Sachen. Irgendwo gab es, glaube ich, noch einen Skill. Blutrausch. Gleichangriff war 50% einen Teil des Gegners Ausdauers zu absorbieren, bla bla bla, Geisterlauf, zurück. Das hier, oder? Gleichangriffe verursacht 50% mehr Schaden. Ja. Das heißt, Moment, 50% wären aber, wir haben glaube ich 8-fachen Schaden, ne? Das wäre aber nur 6-facher bei 4-fachem Schaden. Hier. Keine Ahnung. Spielt keine Rolle, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die kumulieren. Hier lohnt sich es, glaube ich, nicht auf höher zu gehen. Todesschuss ist mir scheißegal. Schaltet Gegner Umgebung. Das ist ein Aktiv-Skill, oder? Glaube. Meisterdieb ist mir kackegal. Meisterschlösser, mein Gott, vielleicht kommt noch mal eins. Tragt die ausschließlich leichte Rüstung. 10% Chance, dass Schaden an den Nahkampf vollständig abgefangen wird. Ja, allerdings da hochzukommen. Die Erinnerung des Vagabunden schult euch im Umgang mit Gift-Tinkturen sowie den Einsatz von leichter Rüstung. Leichte Rüstung um 17% wirkungsvoller. Leichte Rüstung ist um weitere 15% wirkungsvoller. Das ist tatsächlich gut, dass wir dann ein bisschen mehr Rüstung kriegen. Insgesamt also um 32 Punkte mehr Rüstung, 32% mehr Rüstung ist schon, hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen eher machen können. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Bis hier oben kommen wir eh nicht mehr. Hier zwischen sind irgendwie so ein Quatsch wie Gifte herstellen und so ein Blödsinn hier. Werft ein Fläschchen, keine Ahnung. Also das skillen wir auf jeden Fall zweimal auch, weil wir brauchen jetzt Rüstung. Ganz wichtig. Weiter geht nicht. Und jetzt gehen wir hier rüber und gucken, dass wir noch ein bisschen Einhandschaden rauskriegen. Das war auf der Seite, ne? Landsknechte Änderung erhöht Einhandschaden um 8% und nochmal um 7%. Wo, bis wohin wollten wir bis hier?
Nee, nicht bis hier. Bis hier? Angriffen mit deiner Einhandwaffe erhöht sie eure Crit-Trefferschaden um 20%. Einhandwaffe erhöht sie eure Crit um weitere 20%. Das war, glaube ich, nicht schlecht. Erhöht eure Chance, auf einen blockenden Gegner einen Crit zu landen. Auch nicht schlecht. Wirbelklinge. Angriffe mit zwei Einhandwaffen sind 15% schneller. Ich weiß nicht, ob wir beide den Dolch und das Schwert quasi ausrüsten sollten oder ob wir nicht doch lieber aufgrund der mangelnden leichten Rüstung lieber beim Schild bleiben. Auch wenn wir den Schaden nicht komplett blocken können, müssten wir mal, weiß ich nicht. Also kann man immer noch mal gehen, aber im Moment würde ich sagen, nicht so. Also, Landsknecht, zweimal skillen. Was? Ich habe nicht genug Punkte? Hä? Habe ich nicht erst 2 Punkte hier rein? Und hier einen Punkt? Da steht, ich habe noch Punkte. Ne, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Stufe 2. Okay, vielleicht hatte ich schon Stufe 1 geskillt. Das kann natürlich sein. Gut, dann haben wir jetzt Stufe 2. Können wir überspringen? Irgendwie? Ne, irgendwie nicht so. Okay, da konnten wir mal irgendwas überspringen. Mächtige Angriffe mal Einhandangriffe verursacht 25. Er verbraucht weniger Ausdauer, auch nicht so schlecht. Und einen hätten wir noch. Streitkolben sind uns egal. Einhandschwertern haben Chance zusätzlich Crit anzurichten. Crit-Chance, Einhandäxte haben wir nicht. Also Einhandschwerter. So, das war's. Mehr Punkte haben wir nicht, ne? Ne. Okay, damit haben wir jetzt bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Rüstung, ein gutes Gesamtprodukt quasi gemacht. Weiter geht's. Das nächste, was wir tun werden, bessere Rüstung machen. Ich habe schon alles, soweit ich mich nicht verrechnet habe, was ich wahrscheinlich habe, habe ich schon alles soweit besorgt. Sie nimmt sich einfach, als würde sie erhabenen Pfades sein. Manche wissen einfach nicht, wo ihr Platz ist. Du zum Beispiel, weil du mir reinredest, mir, dem Auserwählten quasi, dem Propheten. Eigentlich müsste ich dich töten. Quarek. Mist, ich habe was vergessen. Ihr habt es jetzt gerade schon gesehen, ich kann es ja kurz zeigen. Wir bauen uns jetzt die beiden Assassinen-Sachen gleich. Ich habe die Lederhaut vergessen. 7 Lederhaut, 7 Lederhaut. Alles klar. Wir brauchen 14 Lederhaut. Die besorgen wir uns noch schnell. Dann haben wir das Assassinen-Set komplett. Ich glaube, die Handschuhe hat man schon gesehen in irgendeiner letzten Folge, dass ich den Bauplan gefunden hatte oder gekauft hatte. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, bitte stürz jetzt mal nicht verfrüht ab. Da hätte ich gerade echt wenig Bock drauf. Will nicht nochmal alles erklären. Was war es? Lederhaut, ne? 14 Lederhaut brauchen wir. Lederhaut 8. Dann nehmen wir die starkes Leder nicht. Die Ziegenhaut. Da auch gehen. Fuchspelz. Ich glaube, da kommen wir sogar mit hin. Wie gesagt, ich glaube, die Handschuhe hat man schon gesehen und den Harnisch, den habe ich jetzt bei einem Händler gefunden. Das heißt, das ging auch. Okay, Lederhaut aus Fuchspelz. Lederhaut aus dem Schwarzbärenpelz. Und Lederhaut aus den komischen Ziegendingern. Das müssen wir ja sowieso, wir müssen ja sowieso mindestens Lederhaut machen. Und hier kann ich noch aus starkem Leder, könnte ich auch noch Lederhaut machen. Also die beiden Sachen kaufen wir uns jetzt. Wir sehen, ich weiß tatsächlich sogar, dass das gerade auf 19 war, Rüstung. Also hat uns der, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Harnisch war. Auf jeden Fall, da das ja mehr ist, prozentual höher gesehen. Ich weiß aber, dass es hier auf jeden Fall bei 19 war. Das heißt, der Skill gerade, die zwei Skillpunkte in leichte Rüstung haben uns jetzt quasi schon mal 6 Punkte gebracht. Allein auf diesem Teil. Und wie gesagt, hier ist der Sprung natürlich noch höher, weil er ja prozentual höher ist. Weiß nicht, ob sich dadurch auch der Wert erhöht hat. Keine Ahnung. Okay, wir fangen mal an. Das und das will ich. So, damit hätten wir schon mal mehr Rüstung. Jetzt werden die noch, ich hoffe, kann das, auf der Werkbank ein bisschen gepippt. Ich hoffe, man braucht nur einen Mondscheibarren, sonst müssen wir uns noch irgendwo welche besorgen. Und zwar von, 55, von 53 auf 63. Sehr stark. Und da geht's auch von 25 auf 30 um 5 Punkte. Sehr gut. Hey, geh weg, ich bin jetzt krass. Stell mich mal hier hin, dann können wir uns gleich mal ansehen. Jetzt können wir die Sachen ausrüsten und haben jetzt das komplette Assassinen-Set an. So sehen wir aus.
Der schwarze Ritter im Endeffekt. Es sieht exakt so aus wie die Diebesrüstung, oder? Nur in schwarz und ich glaube, die Ärmel sind ein bisschen mit Nieten-Dingern versehen. Kurz. Da. So vom Stil her. Ah, okay. Sind andere Taschen da. Dem gebe ich recht. Und hier sind noch Polster drauf. Also im Prinzip, wenn die Rüstung schwarz wäre, würde sie, glaube ich, cooler aussehen als die hier. Weil die sieht eher, als wenn da weniger dran wäre, aus. Muss ich zugeben. Naja. Sie bringt uns mehr Rüstung. Nämlich um einiges mehr. Von 49 auf 62. Heißt, wir halten auf jeden Fall mehr aus. Und wir haben ganzes Set komplett. Das bringt uns jetzt kein Set-Boni. Kein Set-Bonus leider. Aber immerhin. So, dann können wir mal das Schwert ausrüsten. Punkt. Jetzt gibt's noch. Ich habe verzweifelt gesucht und gesucht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich. Nach einer Waffe. Das haben wir bereits. Crit-Schaden. Auch auf einem Dolch. Das könnten wir zum Beispiel machen. Denn Crit-Chance oder Crit-Dings? Weiß ich jetzt gar nicht. Irgendeine Rüstung mit einer Verzauberung vielleicht? Nee. Gar nichts. Aber wir könnten mal die hier verkaufen. Die hier zumindest. Die Set-Dings behalten wir. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal anziehen, aber ich habe so einen Sammeldrang. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein Set komplett zu kriegen, mache ich das halt. Das packen wir mal weg. Nee, hier. Das kommt weg. Das kann jetzt weg, alles. So. Die Sachen können auch eigentlich weg. Brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, da hätte ich gar nicht so viel kaufen müssen. Das hätte ja noch ein paar Dinger gegeben. Naja. Erze weg. Das weg. So, jetzt müssen wir den einsetzen. Den habe ich mir noch befüllt. Ich habe leider keinen anderen großen Seelenstein gehabt. Ich hätte vielleicht noch einen kaufen können, aber da habe ich zu spät dran gedacht. Hätte ich eigentlich nochmal machen können. Aber es ist auch schwer, tatsächlich große Seelen zu finden. Nur mal als Beispiel so ein Troll, ja, der in Skyrim schon ein knackiger Gegner sein kann, ist nur Mittel. Also gibt nur eine mittlere Aufladung und keine große. Ich musste dafür schon echt so, und ich weiß nicht mehr, wie die Dinge heißen, aber diese Viecher, die so aussehen wie Pflanzen, die so ganz viele Fliegen um sich schwirren haben, da diese Wurzelwiderling, keine Ahnung. Die kennt man aus Skyrim, die gibt's hier auch. Und da habe ich eine größere Seele rausgezogen. Gott sei Dank packt er die immer in den kleinstmöglichen Seelenstein, sonst wäre der relativ schnell mit Kleinseelen voll gewesen. Außerdem, ich habe die ganze Zeit nach einer Waffe gesucht mit Seelenraub. Habe ich nicht gefunden. Ich weiß, die ist in Skyrim auch nicht so einfach zu kriegen. Manchmal sucht man sich einen Wolf danach, aber man findet sie irgendwann. Und ich habe hier noch gar keine gefunden, die das drauf hat. Und deswegen musste ich auch immer diese Seelenfallspruchrollen benutzen. Da hatte ich nicht so viele von. Ja. Also nächster Plan ist jetzt aus der sicheren Truhe den Crit-Chance-Dolch hier rauszunehmen, den zu entzaubern. Und auf unser Schwert und unseren Dolch zu packen. Vom Prinzip. Da wir... Was ist denn der beste, den wir noch haben? Allgemein. 100? Gefüllt allgemeiner. Und was ist allgemeiner? Allgemeiner? Ja, Ahnung. Der ist auf jeden Fall 100 wert. Sieht mir besser aus als der 50er. Bin ich sicher, wenn ich ehrlich bin. Naja, wir haben absolut gar keine coole Verzauberung für unsere Rüstung, muss ich zugeben. Ich kann das mal zeigen. Ich habe auch da ein bisschen gesucht. Ich hatte ja ein, zwei Dungeons noch unterwegs gemacht. Nichts Cooles gefunden. Will ich entzaubern? Da war halt nichts dabei. Ich könnte jetzt theoretisch den Ring entzaubern. Und gucken, dass ich eine bessere Verzauberung drauf bekomme. Ach so, bevor ich das mache, ich Volldepp. Kommen wir erstmal zu dem anderen Kram. Der ist nämlich relativ wichtiger, bevor wir das machen. Wir wollen jetzt Lernpunkte investieren. Ja, wir haben... Bis einhand brauchen wir noch 5.
um das auf 75 zu machen. Das will ich auf jeden Fall tun. So, ich finde, die Werte sollten auf 75 gehen. Bei leichter Rüstung haben wir leider nicht genug Lernpunkte. Ich habe allerdings schon, glaube ich zumindest, alle Expertenbücher gekauft bis 75. Das heißt, falls wir unterwegs halt noch ein bisschen Level upen, können wir das immer noch machen. Handwerksbücher gehen jetzt erstmal in Verzauberung rein. Weil wir ja jetzt verzaubern wollen. Was anderes können wir damit sowieso nicht machen. Ich könnte jetzt, also keine Ahnung, das Beste, was man zum Herstellen brauchte bisher, waren 39. Es gibt keine besseren. Ich weiß nicht, ob sich das an unserer Handwerkskunst hält, vom Skill her. Wenn die höher ist, ob wir dann auch bessere Baupläne kaufen können. Keine Ahnung. Würde ich gerne mal wissen, falls ihr das wisst, wäre das cool, wenn ihr das reinschreibt. Rhetorik macht keinen Sinn, wir haben jetzt im Moment genug Kohle. Alchemie würde halt ein bisschen bessere... Ich könnte jetzt Heiltränke machen, werde ich auch wahrscheinlich kurz bevor wir schlafen gehen. Halt ein paar Heiltränke machen. Und dann, die werden ein bisschen besser, aber mein Gott. Ich glaube, eine bessere Verzauberung bringt uns jetzt mehr. Also. Erstmal die Punkte in Einhand, die 5. Das ist wichtig. Da ihr seht schon, ich habe die 25 Dinger für leichte Rüstung. Die kann ich jetzt auch so weit wie möglich ausgeben. Ich glaube, da müsste ich so 15 Punkte ausgeben können. Also bis auf 10 runter. Ihr habt nicht genügend Lernpunkte. Da haben wir es nämlich. So, Verzauberung. Lehrlingsbücher müssten wir 2 Stück nehmen. Und jetzt die Gesellenbücher. Soweit wie halt geht, ne? Okay, soweit wie geht, ist volle Pulle. Ha. 50, okay, da habe ich jetzt tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich habe allerdings auch Verzauberungskunst auf Expertenbuch. Kann man ja mal machen, ne? Wir gucken jetzt auch nochmal ganz kurz hier, aber immer doch. Ob wir noch irgendwie Verzauberungen... Experte Verzauberung. Einmal. Meisterdinger sind halt unfassbar teuer. Die kosten 900 für Waffenskills und sowas und Rüstungsskills. Das ist nicht wirklich bezahlbar, wenn ich ehrlich bin. Also nicht für uns, dafür haben wir... Dafür müssten wir die komplette Welt erforschen, um uns das alles leisten zu können. Naja, okay. Spielt ja jetzt auch keine Rolle. Also das wird schon irgendwie reichen. So. Jetzt müssen wir verzaubern. Ich kann es ja erstmal zeigen. Ich habe noch einen Trank mit für Verzauberung. Ich weiß nicht, ob ich das mich beeilen muss. Also wir würden jetzt, sagen wir mal, das Schwert verzaubern wollen mit... Nee, eben nicht. Wir müssen erstmal... Moment. Wo ist denn jetzt der Dolch? Haben wir den Dolch doch nicht mitgenommen? Doch, eigentlich schon, ne? Können wir den nicht entzaubern? Warum wird der nicht aufgelistet? Darf man keine Crit-Chance-Verzauberung machen? Wäre das zu krass, oder was? Deswegen darf man das nicht. Okay, dann können wir im Endeffekt nichts. Magie widerstehen hört sich cool an. Können wir aber auf gerade mal den Schild machen, wenn ich ehrlich bin. Könnten wir theoretisch machen mit so einem normalen Seelenstein. Wäre 4%. Auf dem Ring gerade waren übrigens 15%. Ja, keine Ahnung, wie die zustande kommen. Meisterstufe. Also ich hatte den Ring ja gerade entzaubert. Weiß nicht, habe ich das in der Aufnahme gehabt oder nicht? 15% Ring entzaubert. Weiß nicht, ob der aber vielleicht auch auf Ringen stärker ist, die Verzauberung. Aber so 4% ist halt theoretisch nicht so viel. Na, wenn man... Naja, macht halt keinen Sinn. Also können wir im Endeffekt nicht verzaubern. Das war vollkommen... unnütz. Ich habe gehofft, ich krieg irgendwie meine Waffen auf 15% mit Tränke und alles, aber anscheinend ist Waffenverzauberung da nicht möglich. Ich könnte eine Feuerverzauberung drauf machen. Sollte ich auch machen, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich speichere. Wir machen das. Eine Feuerverzauberung jetzt da drauf. Hier, Verzauberungstrank. Der bringt zwar nur 7% stärker, aber immerhin. So. Mach mal das Schwert mit dem höheren Ding. Feuerschaden.
So. Und dann den Dolch mit dem kleineren Feuerschaden. Und aber auch 9 Schaden. Ungefähr genauso. So. Naja, jetzt haben wir halt ein bisschen, ne? Weiß nicht, ob es so viel bringt, ob es jetzt wirklich 9 Schaden sind. Es sind halt 9 Feuerschaden. Es gibt ja auch Magieresi und sowas. So, dann haben wir das gemacht. Wir haben Waffen. Wir haben eine Rüstung gepimpt. Das ist schon, würde ich schon sagen, ja, wir könnten uns irgendwas mit hier mit Einhandschaden machen. Sowas wie hier. Aber ich glaube, wir kommen nicht auf 7%. Ich könnte mal bei dem hier, der verkauft auch Schmuck, soweit ich weiß. Da könnte ich mal kurz gucken, ob der auch irgendeine coole Verzauberung auf irgendwas drauf hat. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Hier. Lebensenergie brauchen wir nicht. Mana, Mana. Bogenschießen. Elementarkosten. Fechten. Einhand. Da haben wir es doch. Kostet ja nur 560. Einhandangriff verursachen 7 Schaden. Kaufen wir mal. Wir haben ja wie gesagt genug Geld, außerdem können wir jetzt alles ausgeben, weil meiner Meinung nach geht es jetzt gleich zum Finale. Ich guck mal. Ich disenchante mal. Zweimal denselben Ring, ne? So. Jetzt könnte ich... Einhandkampf. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Oh lol, das geht da drauf. Man muss eben 1%. Naja. Gut, dass wir den Trank nicht mehr haben. Vielleicht kann ich ja einen herstellen. Davon brauche ich dann 2. Okay. Habe ich vielleicht noch hier einen drin? Ne, gar keinen Trank mehr. Wo konnte man nochmal Tränke basteln? Da. Gucken wir mal, ob ich gerade zufällig einen Verzauberungstrank hinkriege. Festigt Verzauberung. Ja, hätte ich gar nicht 2 machen müssen. Naja. Und wenn es halt nur 1% ist, kackegal, vielleicht bringt es ja was. Verzauberung. Festigt Verzauberung. Für 30 Sekunden wird eure Verzauberung 16% stärker. Ist ja gar nicht so schlecht. So. Also. Einhandschaden war das. Mit dem auf dem 7% mehr Einhandschaden. Immerhin. 7% mehr Einhandschaden ist schon mal nicht scheiße. Kann man schon mal mit leben. Bräuchte ich halt nur noch was ich auf die anderen Sachen machen kann, aber naja. Wieder 14% mehr Einhandschaden. Ich hätte mir jetzt merken sollen, wie viel der macht. 39 oder wie viel waren's? Und er hatte 34 oder. Ne, der hatte 31 oder sowas. Aber ne, wir haben ja den Einhandschaden nochmal geskillt. Keine Ahnung. Vielleicht hat's was gebracht, vielleicht nicht. Ich glaube, wir haben alles getan, was wir hätten tun können. Jetzt packe ich alles nochmal raus, was ich nicht mehr brauche. Den muss ich nur anziehen. Muss ich mir merken, der kann jetzt weg. Das kann ich nochmal mitnehmen. Ich habe übrigens einen mittleren Dings gefunden. Einen mittleren Rucksack. Nur mal so. Jetzt habe ich ein bisschen mehr, jetzt komme ich auf über 400. Brauche ich den eigentlich? Glaub fast nicht. War jetzt ein Fehler, den wegzupacken. Das kann raus. Lassen wir alles. Ausdrücken wir langsamer, malen wir jetzt schneller. Widerstand gegen Frostmagie. Packe ich jetzt mal weg. Könnte noch mal kochen. Theoretisch. Ich könnte noch mal kochen.
Ja? Auf, nein, mach doch. Ist nur zum Bestaunen hier. Okay, danke schön. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So. Nein, nicht kaufen! Meine Güte! Junge, was tust du? So, warte, quatsch mir zu viel weg. Okay. Ich... Gut, komm, ich geh jetzt nochmal eben. Ins Fremdenviertel. Dann gehe ich jetzt eben nochmal kochen, was ich kann. Sollte nicht so viel sein. Ich glaube, ich habe gekocht, kurz bevor ich abgehauen bin. Und da habe ich nicht mehr so viel gefunden an Inkredenzien. Ich glaube, da war nicht wirklich viel. Skyrim funktioniert nicht mehr. Naja, ich war sowieso im Überlegen, ob ich das noch mit reinnehme. Naja, spielt ja jetzt keine Rolle. Also, ich muss mich dann jetzt hier verabschieden. Ich hätte jetzt sowieso gesagt, komm, das mache ich halt offscreen mit dem Essen und dann treffen wir uns vor dem Schlafengehen oben in der Festung wieder. Und ich denke, dann wird das letzte Event starten. Wir werden es aber sehen. Es kann auch sein, dass es nicht so ist. Jetzt haben wir uns erstmal so gut wir konnten, glaube ich, im Moment ein bisschen aufgepimpt. Es hätte auch sein können, dass ich Geld lieber... Also der einzige meiner Meinung nach Möglichkeit, die es noch gegeben hätte, wäre, wenn ich Geld in Handwerk investiert hätte. Zum Beispiel auf 50 oder so hätte ich vielleicht fertig machen können, dass ich das auch auf der Gesellenstufe habe oder auf der Expertenstufe gebracht habe. Und dann hätte es vielleicht andere Rezepte gegeben, die ich hätte benutzen können. Zum Beispiel mit diesen Schwarzstahlbarren oder so, die wir haben und noch nie benutzen konnten. Das hätte sein können, das weiß ich aber nicht. Vielleicht soll auch nicht mehr Rüstung drin sein als die, die wir bisher haben. Ich meine, ich hätte mal eine Rüstungsauflistung gesehen irgendwo im Internet und da waren auf jeden Fall nicht wirklich viel mehr Rüstungen drin, die wir hätten haben können. Bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass da noch welche gekommen sind oder so. Wer weiß. Das wäre, wie gesagt, die einzige Möglichkeit gewesen. Ansonsten, naja. Ich hoffe, wir haben es so gut wie möglich jetzt noch hingekommen, auf den letzten Metern nochmal irgendwie ein bisschen an Rüstung und Schaden zusammenzukriegen, was geht. Und dann würde ich sagen... Sollten wir doch mal einen Skillpunkt kriegen, packe ich den vielleicht sogar in Schleichen rein, wer weiß. Also ein Erinnerungspunkt da, diesen einen Skill unten links. Naja, werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart dabei, wie ich mich jetzt nochmal das letzte Mal richtig schön aufgerüstet habe. Ein richtiges letztes Mal pumpen war, vor dem meiner Meinung nach Ende. Wir sehen uns nächste Folge. Liebe Leute, bis dahin, seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bin raus. Tschüssi.